Er sieht aus wie ein gefährlicher Drache. Das philippinische Segelechsenmännchen im Tropenaquarium. Also der ist ganz friedlich, wenn man ihm die Kehle krault. Hier so unterm Hals. Dann kann man ihn auch anfassen. Man kann auch Kinder mal anfassen, wie rau der ist. Wow, toll. Ja. Das ist ein Segelechsenmännchen. Die Segelechsen sind die größten Agamen der Welt. Und sie sind, wie man sehen kann, original kleine Drachen. Namengebend ist das große Segel hier auf dem Schwanz der Männchen. Die Weibchen haben das deutlich kleiner. Das ist einfach ein Hautlappen, der durch verlängerte Rippen hier so aufgestellt ist. Und damit möchten sie einfach von der Seite größer wirken. Sie haben hier auch so eine kleine Kehlwamme, die können sie auch mit einem Zungenbein aufstellen. Sie haben einen Kamm auf dem Rücken und sie haben sogar einen Kamm hier oben auf der Nase, wie man sehen kann. Das hier ist das Trommelfell, wie bei allen Echsen habe ich kein äußeres Ohr wie unsere Ohrmuschel, sondern das Trommelfell ist frei sichtbar. Diese großen Schuppen hier, die werden immer lilaner, wenn er sich aufregt oder wenn er jemanden sieht, um den er werben möchte. Und wir gucken gleich mal, da ist das Weibchen, das war jetzt lange hinter den Kulissen und hat da Eier gelegt, wie sie darauf reagiert. Wenn sie ihren Mann hier wieder sieht. Also der Mann ist deutlich größer und man sieht auch, dass der Schwanz, wenn wir das mal zeigen, dann plötzlich, da ist ein viel, viel kleineres Segel hier am Schwanz beim Weibchen. Da kann man sie also sehr gut auseinanderhalten. Segelechsen können gerade als Jungtiere auch über Wasser laufen, wo wir das hier so schön sehen. Diese vergrößerten Schuppen hier an den Zehen. Es gibt also eine richtige Fläche, mit der sie auf das Wasser schlagen, und sie können natürlich toll klettern, deswegen sind die Zehen hier alle diagonal zur Körperachse, sodass sie also richtige Steigeisen haben, wenn sie einen Baum hochlaufen. Also wir nehmen das Weibchen raus, wenn es trächtig ist, weil dieses Gehege hier ist viel zu groß und unübersichtlich. Wir würden überhaupt nicht sehen, wo sie die Eier verbuddelt und ob es dann in der richtigen Temperaturregion ist und ob da nicht vielleicht irgendwelche Insekten die ausbuddeln oder irgendwelche Schildkröten die kaputt machen. Das ist uns alles zu risikoreich, deswegen nehmen wir das Weibchen raus, warten, dass es irgendwo hinter den Kulissen in eine kleine Box die Eier legt, nehmen dann diese Eier aus dieser Box raus und inkubieren die bei 29 Grad. Und die Inkubationszeit über 90 Tage, also über 3 Monate, das ist schon sehr lange. Da muss man gut gucken, dass die Eier optimal versorgt sind. Und wir haben sie jetzt mehrere Monate draußen gehabt, auch damit sie sich mal komplett erholen kann und wieder neue Kraft ansetzen kann, um neue Eier entwickeln zu lassen. Da müssen die auch ein bisschen Reserven sich anfressen. Und also wenn sie hier dauerhaft bepaart wird, sag ich mal, dann ist das für so ein Weibchen Dauerstress. Und wir wollen auch nicht ein Gelege nach dem anderen haben, sondern die müssen auch mal Ruhepausen haben vom Männchen, sodass wir also da möglichst nachhaltig das Tier auch nicht durchheizen, sag ich jetzt mal. Während die philippinischen Segelechsen sich ihr Gehege mit Basilisken und Schildkröten teilen, leben die 4 Monate alten Jungtiere einträchtig hinter den Kulissen in der Quarantäne. Also ja, bei den philippinischen Segelechsen hat sich das tatsächlich so herausgestellt, dass wir die größeren Herausforderungen bei der Verpaarung der Elterntiere und bei der anschließenden Inkubation der Eier hatten. Das war bis jetzt für uns immer die größere Hürde. Die Aufzucht klappt im Moment vollkommen unproblematisch. In einigen Monaten werden die beiden Jungtiere das Tropenaquarium Hagenbeck verlassen und in anderen europäischen Zoos dafür sorgen, dass die Fangemeinde dieser seltenen kleinen Drachen weiter wächst.